Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Sabatus Tomb Raider. Nach einer etwas langweiligen Folge, wie ich finde. Ja, also dieser Kram hier mit da oben rumrennen. Tür ist auf einmal auf. Moment mal. Nein, die ist nicht auf. Ich muss eh runter. Ich frage mich gerade, wie ich das machen soll. Also, da auf dem Rand rumlaufen und so. Das macht man, indem man nachher kurz vor Levelende da reinläuft. In diese verschlossene Tür. Moment. Okay. Moin Leute und herzlich. Wo ich denn jetzt hier am besten runter? So, das sollte machbar sein. Also da hinten, diese kleine goldene Tür. Die ist nachher auf, ich weiß aber nicht warum und wieso. Ich habe gerade ein Krokodil gesehen, glaube ich. Mir ist eingebildet. Versuch mal. Na super. Komme ich jetzt hier gar nicht mehr heil runter? Naja, ich kann. Erstmal nur 2 Minuten hier nur Müll produzieren. Ja, fall am besten auch gleich hier durch. So, ich muss doch irgendwie hier hochgekommen sein. Wie habe ich das denn gemacht? Achso, ich bin von dem Kopf da aus. Achso, stimmt. Oh, ich dachte gerade, jetzt ist alles aus. Also, diese Tür da hinten, die jetzt hinter dem... Da! Da kann man nachher rein. So. Im Westen. Ja. Mehr sag ich da nicht zu. Man hat es, wenn man ranzoomt, im Video erahnen können, dass Lara diese Bewegung macht. Aber ich habe das nicht gesehen. Ja, okay. Ich bin übrigens immer noch total zerstört von Stray. Ich bin so traurig, dass es vorbei ist. Ich bin traurig, weil es so schön war. Es war so schön und ich bin richtig... ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn man so... ist. Wo ist das jetzt eigentlich gerade aufgegangen? Da! Mann, war diese dumme Kamera. Das Spiel war so schön und... Oh, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, wenn man so... nach einem Film oder einer Serie so richtig deprimiert ist. Weil euch das so mitgenommen hat. So fühle ich mich. So schnell ist es wieder vorbei. Nein! Vielleicht muss ich das doch echt mal live spielen, damit ihr mich daran erinnern könnt, dass ich speichern soll. Geht er mit der Kamera? Alter! Kann mir mal einer sagen, warum die Mumien so schwer sind? Ich möchte nichts mit denen zu tun haben. Zum Glück können die nicht schießen. Alter.
glaube, ich mache gleich wieder aus. Das kotzt mich gerade so an. Warum läuft die, Olle? Wieso nehme ich eigentlich ein Medipack, wenn ich jetzt hier eh wieder alles kaputt mache? Komme ich hier raus aus dem Scheiß? Komme ich ja gar nicht mehr raus. Einen Hebel ziehen, dann bleibe ich für immer hier unten. Oder was? Was soll denn das? Was haben die da jetzt? Schweine? Schweinemumien. Wenn ich da jetzt rüberspringe, sterbe ich bestimmt sofort. So, komm, dann da vier rein, oder was? Looks so out. So, und bevor ich da in diese Tür gehe mit den vier Schlössern, muss ich nochmal zurück zu der goldenen Tür, damit ich da hochgehen kann. Warum ist Lara eigentlich mal so zeitverzögert in dem Spiel hier? Ich verstehe es nicht. Ich habe schon eine Sekunde vorher gedrückt, dass sie ein Salto machen soll. Das ist voll schwer. So, sind jetzt hier nochmal zwei Räume, damit ich wieder in jedem einen Schlüssel ergattern kann. Oder so. Ah ja, ich hab's verstanden. Das hier eigentlich hochgemacht? Weiß das irgendwie bis heute nicht. So, ich schon seit 10 Jahren am Stück hier spiele. Ich weiß das bis heute nicht. War 2 Minuten her oder so. Was soll das? Mann, ist das hoch! Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach irgendwo hin, wo ich als nächstes hin kann. Wo mich das Spiel so hinlässt. Das sind komische Blümchen hier. Lotusse. Nein! Achso, ich muss da erst noch hin. Oh Mann. Larsen hingekackt. Lara fässt das mit ihren bloßen Händen an. Hebel. Auch immer das ist.
so richtiges Geschenklevel hier, wenn man es hinkriegt. Oh nö, bitte nicht. Please not. Ja, hat sich das ausgedacht. Warum fliegt er durch die Wand? Was ist er denn? Ein Geist? Wart jetzt hier bestimmt nicht 2 Stunden, bis der wiederkommt. Von seiner Tour. Oh. Ich glaube, es ist besser für die gesamte Menschheit, wenn ich gleich ausmache. Das geht heute gar nicht. Das liegt bestimmt an Stray. Warum geht die erst so spät? Ich habe schon lange vorher gedrückt, die Scheiße hier. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ein Haken. Ich verstehe dieses Konzept hier nicht. Alles erinnert mich an Stray. Scheiße. Ich habe mich gerade voll verschätzt wie so ein Tier, was irgendwo gegenknallt. Ich finde das immer doof, dass man Kamerafahrten nicht bekommt, sobald man die Waffen gezogen hat. Weil eben hatte ich die Waffen gezogen und jetzt sehe ich das erst, weil ich halt hier abgekackt bin. Und jetzt wieder eine fliegende Mumie. Das ist ja auch noch was. Ich mal hier ein bisschen umgucken. Noch eine Tür. Hau ab. Warum schießt sie jetzt nicht? Dass ich da lang pack. So, ich habe jetzt 2 Hebel gezogen und unten auf dem Boden liegen noch Sachen. Ich glaube, das möchte ich mir erstmal holen. Wobei, wir gehen ja eh nachher nochmal nach unten. Nee, dann gehe ich jetzt nicht extra nochmal runter. Dann gehe ich jetzt mal lieber in eine der Türen, wenn ich sie erreiche. Mann, hier fuhr gerade ein Auto vorbei. Ich habe mich voll erschrocken, weil die Lichter sich an der Decke gespiegelt haben. Okay. Was soll ich da denn hin? Jo. Mann, immer diese Kackperspektive. Ich will die nicht. Ich will die nicht. Ja, macht sie nämlich wieder sowas. Wie soll man denn da ranspringen? Und warum geht sie jetzt rückwärts? Kann mir mal bitte einer sagen, warum das so schwer ist? Der Levelbauer hat sich was dabei gedacht, dass das so aufgebaut ist mit diesen komischen Schrägen hier. Oh.
hört sich jetzt bescheuert an, aber ich bin gerade überfragt, wie man da hochkommt. Oh, okay. Trotzdem scheiße. Alter, was geht denn mit der Kamera, ey? Was soll das hier? Das sieht wieder aus wie ein Raum, wo ich gleich sterben werde. Ich dachte, City of Camun ist noch nicht so schlimm. Was? Noch nicht so schlimm. Wie? Da ist schon mal ein Schlüssel. Ich dachte immer, das ist nicht so schlimm wie nachher das andere Obelisk-Scheiß-Kack-Arsch-Level da. Das ist der Obelisk. 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 Was soll diese komische, dieser komische Raum jetzt hier? Irgendwas war da gerade hinter. Katzenplattform. Katzenkackform. Was soll das jetzt? Was? Ich check das hier gerade nicht, was das soll. Aber ich bin eh gerade so angepisst. Deswegen kann ich wahrscheinlich es nicht normal mit normalen Augen sehen gerade. Ist hier irgendwo ein Hebel, den ich nicht sehe? Irgendwie sieht der Raum so komisch zusammengeschustert aus. Ob da gleich wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Oder nicht? Oben die Textur, alles so wild. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass ich hier hochkomme. Und weiß überhaupt nicht, was ich jetzt hier soll. Das Schlimme ist, da oben geht es dann noch weiter. Dann mache ich den gleichen Scheiß nochmal da drüben. Kriege ich jetzt bestimmt nicht wieder so hin wie eben. Diesen abgespaceden Kamerafahrten. Was soll denn der Mist? Alter, gib mir die Kamera her. Mann. Was ist jetzt die andere Seite hier? Wo bin ich? Alter. Da liegt ein Medipack. Und da kann ich nicht aussteigen. Und da hinten steht ein Kran. Was ist das für eine riesige Welt? Oh. So, irgendwo möchte ich jetzt mal aussteigen. Bestimmt so ein Cornerbug unter Wasser, oder? Mhm. Ein Krokodil? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Warum sind hier eigentlich so komische Schatten? Achso, das ist von unten. Die Säulen da unter sind im Weg. Runde Gegenstände in Tomb Raider. Das gibt's ja gar nicht. So, machen wir jede Etage abgrasen. Oh.
Oh, ich sterb gleich. Nee, das gibt's nicht. Weiß ich ja schon mal, wohin. War ich hier eigentlich? Guck mal, ich kann auch dahinter. Nimm ich erstmal den. Jetzt habe ich bestimmt Krokodil getriggert. Krokodil-triggert. Krokodil-triggert, sehr cool an. Ja, wo war denn das jetzt? Der komische Kack hier. Hier ist ein Wohnzimmer oder was? Das finde ich bestimmt gar nicht gut. Jetzt aber. Achso, nee, habe ich ja nicht gesehen, was passiert. Kann ich bestimmt nicht von hier erledigen, weil er zu weit weg ist. Nein, warum auch? So, dann gehe ich jetzt weiter auf die Suche, was hier vielleicht passiert sein könnte. Hier ist auch noch so ein Tunnel. War ich hier nicht gerade? Irgendwie dachte ich gerade, das wäre woanders. Und ist auch noch ein Hebel. Mann, ey, wie viel muss man denn hier machen? Muss immer noch bedenken, wie weit man hier nach oben schwimmt. Jetzt vielleicht mal erledigt. Oh, das müssen verschoben. Okay, ist immer noch nicht. Jetzt! Weiß ich aber auch nicht mehr, wo das war. Okay, was war das? Guck mal einer an. Na, jetzt aber schleunigst nach oben. Wo war das jetzt noch gleich? Wäre irgendwie mal hier gucken. Weiß auch nicht warum. Oder war das vielleicht hier unter? Auch nicht. Ich bin irgendwie der Meinung, ich habe das vorhin schon mal gesehen. Mit dem Gitter. Oder ich bilde mir das nur ein, weil ich gegen irgendein anderes geschwommen bin. Da kann man übrigens noch aussteigen. Halt mal still!
nice. Komischerweise immer Nacht, wenn ich in Ägypten bin, ne? Da hinten ist auch noch Medi. Oh, warte mal. Medi, oh, warte mal. Ha. Oh, ich sehe ihn doch schon. Immer noch 900 irgendwas Schuss. Was hat er ausgeschissen? Schön. Was ist denn hier los? Das sind übrigens die Pfoten da oben von der Sphinx. Und zweckentfremden. Okay. Ich hasse das immer, dass das Spiel so, was das angeht, immer so beschränkt ist. Dass man da irgendwie was aus Deko-Gründen hinstellen will, damit es halt cooler aussieht. Dann daran nicht mehr vernünftig da durchlaufen. Und bleibt überall hängen. Wie diese Baumstämme und Pflanzen bei Lost Valley. Weiß ich immer noch nicht, wo das ist. Ist das überhaupt hier? Was ist da so ein extra Raum? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass ich hier nur so ein paar Hebel ziehe. Man muss ja sonst, ne? Ich versuch's mal. Vielleicht ist hier einfach wirklich nichts mehr. Lass es einfach mit der Kamera, wenn du es nicht kannst. Ist auch nichts. Aber ich jetzt eh schon mal unten bin. Kann ich ja auch die Munition da hinten einsammeln. Auch einmal zum Hochklettern. Das mache ich jetzt gleich mal. Wenn ich das hinkriege, heißt es. Siehste. Das kann Frau Croft nämlich wieder nicht. Aber da geht doch richtig so eine Treppe hoch. Da hängen kann sie doch auch nicht. Oh, fast, ne? Mach das jetzt weiter. Ah.
Soll ich hier nicht hin oder was soll das jetzt sein? Ich akzeptiere das jetzt, okay? War das dann so eine unsichtbare Säule, dass ich da gar nicht hin soll? Aber warum hätten das dann da so als Treppe dargestellt? Was hat denn das für einen anderen Sinn sonst? Was soll ich jetzt hier eigentlich? Was kann ich jetzt von hier aus alles? Das schafft sie doch gar nicht. Oh, was ist denn das immer mit der Kamera? Dieser Raum ist echt ein... irgendwie kommt mir der Raum hier gerade vor, als ob das irgendwie... Als ob das hier nicht fertig gemacht wurde, dass irgendwie ein riesengroßer Bug ist. Laufen kann ich ja auch nicht, anscheinend. Wow! Ey, ich hasse diese komischen Dinger. Diese Lotusblüten hier. Was soll das? Macht mich voll wütend. Immer schön schnell speichern. Und immer diese Kamera. Ich könnte kotzen. Was soll das denn? Das ist doch zum Ausrasten gemacht. Macht euch das auch so cool? Das ist doch zum wahnsinnig werden, oder nicht? Das ist jetzt hier auch noch was, wo ich hin soll? Ich hoffe nicht. Oh shit. Ist ja gar nichts. Was ist das hier für ein Scheiß? Hä? Ich war das so eine Gegnermulde. Ey, nur diese beschissenen Sprünge. Und hier kann ich noch nicht mal richtig Anlauf nehmen. Das. Was für ein Effekt soll das haben? Wisst ihr was? Ich mache jetzt bloß, es reicht mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.